Was ist das? Ich glaube, es hat sich gelohnt. Da ist irgendwas. Es sieht gefährlich aus. Belohnung sammeln. Plasmazellen und Plasma-Laserkerne. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen hier in Karagon. Ist es überhaupt noch morgen? Die Sonne steht schon recht hoch, ne? Aber ihr wisst ja, morgen ist dann, wenn man aus dem Bett aufsteht. Und ich habe hier so ein bisschen weiter gebastelt, so ein bisschen ausprobiert. Wir haben jetzt so ein Geländer hier außenrum. Das ist ziemlich komisch zu platzieren. Sieht ziemlich witzig aus. Das ist wieder alles ultra krumm geworden. Ich finde das echt mega, wie krumm man hier bauen kann. Diese Treppe ist total schief. Das ganze Gebilde ist komplett schief. Und dann habe ich die Wände hier irgendwie so etwas erhöht platziert, auf diesen Säulen. Das sieht auch ziemlich cool aus. Wir haben gute Belüftung hier drin, das ist schön. Wir haben inzwischen Licht hier drin. Also ich glaube, so kann das bleiben. Wir könnten hier noch eine Säule setzen, ne? Dann schwebt das da nicht so frei. Aber dann muss ich das Ding noch umbauen. Das können wir ja dann auch noch machen. Man bekommt, glaube ich, die Ressourcen, die man braucht fürs Bauen, so ziemlich komplett wieder zurück. Hallo. Der will mich, glaube ich, jetzt fressen. Oh oh. Wir sollten vielleicht dieses Viech hier verjagen. Hat der irgendwo Module, wo man hinkommt? Nur auf dem Kopf, ne? Da komme ich nicht hin. Auf dem Hintern auch irgendwie. Okay. Er erwischt mich hier aber nicht. Wir machen den jetzt weg, oder? Wir können ihn vielleicht von hier scannen. Aber nur, wenn ich die Module runterbekomme. Er flieht. Oh. Hat der irgendwo ein Modul da oben, ne? Habe ich das Modul erwischt? Ich glaube nicht. Ich habe extra aufs Modul gezielt. Also wir sind hier drin auch ziemlich safe. Die Tiere können uns nicht so wirklich was tun. Das ist super praktisch. Wir brauchen, glaube ich, wieder Munition, ne? Das ist der erste Leafarion, den wir erlegen, oder? Glaube ich. Das ist unser Gemüsebeet. Das ist auch gewachsen. Also es gibt echt viel zu tun. Zu gucken, auszuprobieren. Da ist ein Robeber. Das ist nicht gut. Der gibt nur gebrauchtes Eisen hier. 5 Stück. Der Robeber zerlegt uns, den lassen wir in Ruhe. Der ist ungefähr genauso gefährlich, glaube ich. Hier ist gerade wieder richtig viel los. 25er Leafarion. Wir müssen unbedingt so einen Leafarion scannen. Ich will sowas, die sind echt cool. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon funktioniert. Die sind nämlich echt gefährlich. So, okay. Wir gucken, glaube ich, mal ins Blumenbeet. Und dann können wir ja mal mit unserem Saberion ausreiten. So, wir schleichen jetzt mal hier runter. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir jetzt Blätter? Ernte mit Hand oder Werkzeug? Aber wir können es boxen. Und wir kriegen Blätter dafür. Und jetzt wächst es wieder neu. Okay, das ist ziemlich witzig. Jetzt haben wir Blätter. Und aus den Blättern können wir halt Essen herstellen, ne? Das ist echt uncool mit dem Tierchen hier. Wow. Ich habe einen Hintereingang gebaut für die Dinos, weil die kommen ja nicht durch die Türen. Die sind ein bisschen dick. Die kommen dann hier hoch. Da ist so ein Fyrion gespawnt. Was ist denn hier los? Was machen wir denn jetzt? Wir nehmen unseren Saberion und brechen auf, oder? Hier ist eh zu unentspannt gerade. Können wir nicht diesen Fyrion noch scannen? Das probieren wir wieder. Mal gucken, was der macht, wenn wir kommen. Lass mich. Da oben ist er. Wir schießen dem wieder so ein Modul. Hat der was an der Nase? Wo hat der überhaupt seine Module? Hat der überhaupt ein Modul? Wenn, dann auf dem Rücken, ne? Ah, auf dem Bauch. Keine Ahnung, wo der erste Schuss hinging. Wir müssen ein bisschen aufpassen, der schießt. Und der schießt ordentlich. Aber der flieht auch wieder. Ich glaube, wir müssten jetzt abwarten, bis der sich beruhigt und landet. Und dann könnten wir... Die despawnen, die hauen einfach ab, ne? Die fliegen einfach komplett nach oben weg und dann despawnen die. Ich glaube nicht, dass man die scannen kann. Sonst könnten wir nämlich fliegen, das wäre ziemlich cool. Robeba. Mann, wieso ist es hier so unentspannt zu Hause?
schleichen uns hier durch. Easy peasy. So, einmal hier rauf. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, von hier oben den Leopharion zu zerlegen und dann zu scannen. Aber das wird wieder ultra gefährlich. Ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal unseren Saberion und reiten los. Wir haben auch noch andere Sachen zu tun. Und zwar haben wir jetzt die Ressourcen, um uns so ein Brachion zu bauen. Wir haben 8 große Maschinenteile und wir haben 40 Alteisen. Hier gibt's Kristall. Moment. Das nehmen wir mit. Brauchen wir. Zum Verteidigen. Wir haben hochgelevelt. Wir haben immer noch keine Energiekristalle bekommen. So, den Baum haben wir gleich mit abgehackt. Saberion? Wo ist denn unser Saberion? Ist der zurück? Der ist zurückgelaufen. Der kämpft. Oh nein, er kämpft. Er kämpft gegen den Megmion. Können wir ihm helfen? Der macht den weg, oder? Schock. Steinschrotflinte freigeschaltet. Wir haben eine neue Waffe freigeschaltet. Wieso ist denn der Saberion so aggressiv? Also irgendwas ist komisch. Angreifen, wenn angegriffen. Der wurde nicht angegriffen. Der Megmion ist doch ganz woanders hier gewesen. Oh, wir haben sogar dieses Maschinenteil bekommen. Die Steinschrotflinte haben wir in dem Gebäude freigeschaltet? Okay. Das wusste ich gar nicht. Megmion. Na gut. Ich weiß nicht, was mit unserem Saberion los ist, aber der ist so ein bisschen aggressiv. Und der ist ziemlich stark. Der hat einfach mal den Megmion hier zerlegt. Mit etwas Hilfe. Okay, jetzt ist schon wieder das Tool kaputt. Ich glaube, wir bauen uns noch ein neues Tool, bevor wir aufbrechen. Nicht so einfach hier loszukommen. So, Saberion. Mach jetzt keinen Blödsinn. Warte hier, ja? Und, ach so. Der Megmion, der ist immer aggressiv, ne? Der will immer zu unseren Tieren hier hoch. Der Ration ist auch schon wieder umgeparkt. Also, vielleicht war das deswegen, dass er sich verteidigen wollte, weil der Megmion irgendwie gargrot war? Super komisch. Wir haben wieder so ein paar Schockkristalle bekommen. Die packen wir hier irgendwo in die Kiste mit rein. So. Und dann bauen wir uns so eine Spitzhacke. Holz, Schnur und Stein. Dann bauen wir uns am besten gleich wieder 2. Die gehen nämlich ständig kaputt. Ich habe die Sachen immer schon auf Lager. So. Wann ist die erste fertig? Bam. Ich glaube, die Ressourcen sind jetzt schon alle in der Warteschleife quasi. Das lassen wir hier, das lassen wir hier. Das können wir auch hier lassen. Und die zweite Spitzhacke lassen wir auch zu Hause. So, dann versuchen wir es nochmal. Ach so, die Steinschrotflinte, ja. Schön. Keine Ahnung, wieso das jetzt jedes Mal kommt, wenn wir in der Nähe von dem Gebäude unterwegs sind. Die Steinschrotflinte war jetzt nicht so mein Favorit. Wir hatten hier auch so einen roten... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Roxation Level 19. Da ist der blaue da oben, okay. Da wollen wir hin. Aber hier ist ein Roxation. Ist Level 19 gut genug für uns? Es ist nicht schlecht, ne? Und die sind auch wieder gefährlich. Das ist ein Phyrion. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Drop und gucken, was da los ist. Müssen wir den freikämpfen, bestimmt. Der craftet bestimmt gleich wieder irgendein Tier. Ja, der craftet schon, ich sehe es schon. Der macht irgendwas. Irgendwas baut der. So. Saberion. Der hat einen Saberion gecraftet. Wir machen den direkt weg, oder? Zerlegt. Noch ein Saberion. Oh oh. Okay. Die schießen nicht, das ist gut. So, dann haben wir das schon freigeschaltet hier quasi. Müssen wir kurz so ein paar Beeren essen. Lecker Beeren. Schon wieder Hunger. Wir haben immer Hunger. Die nehmen wir wieder mit. Und dann bauen wir uns so ein Brachion, oder? Der muss wieder in die Leiste. Moment. Mal gucken, was der drauf hat. Das ist halt schon ein großes Tier, ne? Ich glaube, der wird ziemlich gut sein.
Oh, der kann das nicht. Wir müssen einen größeren Konstruktor suchen. Dann brauchen wir doch so einen roten oder so einen gelben oder sowas, ne? Irgendwo müsste noch ein Modul liegen. Wir haben dem doch 2 runtergeschossen. Und dem anderen 1. Ich sehe aber keins. Okay. Na gut. Dann müssen wir weitersuchen nach so einem High-Level-Konstruktor. Damit wir uns ein Brachion herstellen können. Was ist da unten? Das ist so ein Leopharion. Und die Dinger, die spawnen und die spawnen immer wieder. Die bleiben dann irgendwie so einen Tag oder sowas. Wir kämpfen jetzt mal so ein bisschen. Mach ihn weg. Spring ihn an. Friss ihn. Hinterher. Das ist ein Leopharion. Also ich glaube, unser Saberion ist schon ziemlich stark. Mit dem kann man auch gut kämpfen. Ah, der schießt sogar auf uns. Wir lassen den mal laufen, weil ich will nicht, dass der Leopharion jetzt auch noch kommt. Dann gucken wir erstmal wieder so ein bisschen. Ich hätte gern noch so einen Roxazion. Die sind ja auch ganz cool. Die sind, glaube ich, ein bisschen gefährlicher als die Razions. Die sind aber irgendwie relativ selten. Die sieht man jetzt nicht ganz so oft. Und dann halte ich mal die Augen offen, ob hier irgendwo so ein Loot-Drop runterkommt. Wir haben ja alles dabei, was wir brauchen. Jetzt bräuchten wir nur noch so einen roten oder so einen gelben. Die gelben habe ich noch nie gesehen live. Der rote war gerade bei uns. Den hätten wir uns schnappen müssen. Aber ich glaube, nach der Nacht schlafen war der dann wieder weg. Yeah, von hier oben haben wir eine richtig gute Aussicht. Das ist ein Robeber. Da unten ist ein Furion unterwegs. Und so sieht das hier aus. Das ist die Spielwelt. Es gibt eine große Insel, dann gibt es irgendwie so einen Flusslauf, der uns von diesem Snowbiome da drüben trennt. Das ist nochmal eine ziemlich große Insel. Auch mit so großen Gebäuden. Da hinten ist irgendwie was Komisches, ne? So eine grüne Insel oder sowas. Oder ist das was Fliegendes? Ich weiß es nicht. Und das da sieht irgendwie noch nicht fertig aus, da drüben, diese Insel, die langgestreckte. Ziemlich cool. Und das sieht so ein bisschen vulkanisch aus, da drüben, ne? Da gibt es noch viel zu entdecken. Und von hier oben sehen wir eigentlich auch immer, wenn hier irgendwo... Jetzt haben wir ein bisschen Fallschaden genommen. Wenn hier irgendwo so ein Drop in der Nähe wäre. Aber ich glaube, es gibt bei uns jetzt momentan nur den blauen. Da müssen wir dann abwarten, bis ein neuer kommt. Vielleicht mal eine Nacht schlafen oder so. Ziemlich coole Welt. Da ist wieder was gespawnt. Sieht aus wie ein Roxazion. Wollen wir den jetzt mal scannen? Ich glaube, wir scannen den mal oder versuchen das. So, Saberion. Warte mal kurz. Wir schießen dem mal die Module runter. Der hat eins am Bauch. Mehr. Oh, oh. Gleich mal verfehlt. Und gleich mal gestorben. Nein. Um Todesort. Ich glaube, wir müssen jetzt unseren Saberion retten. Da drüben. Und der macht den total alle. Das war nichts mit Scannen. Wenn man einmal verfehlt, dann war es das. Da hinten läuft unser... Ja, das Saberion hat ihn zerlegt. Na gut. Dann brauchen wir wieder 9. Kann man denen nicht sagen, sie sollen nur die Module abkauen? Oh, jetzt kommt noch was anderes dazu. Was ist das? Brachion. Der lebt noch. Der lebt noch. Saberion, komm zu mir. Der Saberion steckt fest. So, Saberion. Komm mal hier rüber. Und jetzt warte hier mal. Er lebt noch. Aber wenn ich ihm... Moment, ich weiß nicht was... Bleib mal hier stehen jetzt. Mach keinen Blödsinn. Hat der ein Modul auf dem Rücken? Also wir müssen ihm, glaube ich, alle Module runterschießen. Ich sehe nur das am Bauch. Hat der schon genug Hitpoints? Ich glaube. Ich darf nur nicht wieder verfehlen. Sonst sind wir wieder tot wahrscheinlich. So. Erwischt. Okay, jetzt können wir ihn, glaube ich, scannen. Wir laufen dem einfach mal hinterher.
tun so, als wäre das komplett ungefährlich und scannen den dann. Hey, Schaf, was geht? Oh! Ist nicht ganz ungefährlich, aber fast. Okay, gescannt. Super gut. Wollen wir den abknallen, dass er uns nichts tut? Aua! Eieiei. Okay, also die sind ziemlich gefährlich. Ich glaube, die sind gefährlicher als Saberions, oder? Ich weiß es nicht. Aber sie sind ziemlich gefährlich. Jetzt sind wir überladen. Saberion, wo bist denn du? Magst du vielleicht helfen kommen? Komm mal her jetzt. Nee. Also man muss aus dem Zielmodus raus, damit man rufen kann. Was steckt da eh wieder fest? Die sind nicht die allerhellsten. Aber die sind ziemlich stark. Wir haben es jetzt gesehen. Unser Saberion hat den Roxation hier komplett zerlegt. Der hatte gar keine Chance. Dann gehen wir jetzt nochmal runter zu dem blauen Konstruktor und gucken, ob der Roxations bauen kann. Für Saberions und die Rations hat es ja gereicht. Ich denke mal, die Roxations sind dann das nächste Level, oder? Da braucht man bestimmt schon gelbe so Konstruktoren. Dann müssen wir halt abwarten. Es gibt noch genug anderes zu tun. Wir haben jetzt, glaube ich, auch noch nicht die nötigen Module, oder? Wir brauchen für den Roxation 4 mittlere Maschinenteile. Da müssen wir nochmal schnell nach Hause und Maschinenteile holen. Oder wir nehmen den Roxation hier mit. Das geht natürlich auch. Der kommt, glaube ich, eh schon. Ja, der kommt schon. Friss ihn! So, erwischt. Oh, der kämpft noch. Jetzt nicht mehr. Da ist, glaube ich, noch einer. Ja. Lassen den mal kurz schießen. Und dann schießen wir dem sein Modul runter. Das brauchen wir nämlich. Nein, nein, nein! Du sollst den nicht töten! Okay, wir müssen noch ein bisschen üben mit den Tieren. Das hätten wir gebraucht. Oh Mann. Können wir das nicht irgendwie runterhauen? Nee. Schade. Okay, also wir müssen das anders machen. Wir gehen da so ran, dass wir das runterschießen und sie dann angreifen mit dem Tier. Der hätte aber noch ein zweites gehabt. Aber das ist, glaube ich, die sicherste Methode. Dann passiert niemandem was. Das nehmen wir mit. Dann nehmen wir den noch schnell auseinander. Und ich bin schon wieder komplett überladen. Da müssten wir vielleicht unserem Saberion so ein bisschen was abgeben. Wo müssen wir denn hin? Hier war doch irgendwo der Drop in der Gegend, oder? Ist der despawned? Ich glaube, der blaue ist jetzt auch weg. Na gut. Jetzt gehen wir erstmal zurück nach Hause, wenn ich das finde. Müsste eigentlich irgendwo in der Richtung sein, ne? Hier drüben? Oh, Brachion. Und dann warten wir ab, bis irgendwo in der Nähe so ein neuer Konstruktor quasi spawnt. Dann können wir uns wieder coole Tiere bauen. Ich glaube, das war richtig. Da vorne. So ganz habe ich das noch nicht raus, aber irgendwie kann man diese Gebäude ja klären und dafür bekommt man dann wieder neue Blueprints scheinbar, ne? Neue Waffen und sowas. Hier ist so ein Robeber, der das bewacht. Aua. Der schießt auf mich. Hat er irgendwo Module versteckt? Die wir sehen können? Ich glaube nicht. Der hat die auf dem Rücken wahrscheinlich. Ja, da sind welche. Oh, jetzt hätte ich sie erwischen können. Aber er hat mich auch fast erwischt. Kurz hochrennen. Direkt halt auch hoch, ne? Das ist nicht so gut. Kann es sein, dass die Tiere eigentlich mit den Modulen schießen? Und dass die aufhören, auf uns mit Fernkampfwaffen zu schießen, sobald wir die Module zerstören? Ich glaube. Also, wir haben noch viel zu lernen hier. Da ist ein Robeber Level 1. Der wartet auch schon auf uns. Der hat ein Modul. Auf dem Kopf. Aber ich erwische es irgendwie nicht. Okay, erwischt. Sehr gut. Der hat das aber... Das ist immer noch da drauf. Also viele der Module, die ich eigentlich runterschieße, kriege ich momentan nicht. Vielleicht hat es auch mit den Gebäuden zu tun, dass das da nicht so funktioniert. Wir haben jetzt noch 15 Schuss im Magazin. Sieht gut aus.
Und irgendwie sieht man die Tiere auch in der nächsten Etage nicht so richtig. Die werden ja sonst immer angezeigt. Man muss da echt aufpassen. Boah, das ist echt hoch, das Gebäude. Ich höre irgendwie ein Trampeln. Oh, Robbeber! Oh, Mann. Also sterben gehört ja auf jeden Fall dazu. Immer und immer und immer wieder. Da oben. Wir sind noch nicht mal hoch, ne? Wir sind irgendwie höher, als das da aussieht. Wir waren doch in der 5. Etage oder so. Gefühlt. Ich würde gerne mal so ein paar Gebäude klären. Das andere bei uns hier habe ich schon geklärt. Das war ziemlich easy. Aber das hier ist besser bewacht, habe ich das Gefühl. Kommen wir da ran? Nicht so wirklich. Ja doch. Gut. Wir machen das safe, oder? Ich will so ein Modul runterschießen. Okay, jetzt haben wir ihn, glaube ich. Zerlegt. Auch das Modul ist nicht runtergefallen? Ich glaube, ich lasse die Reste jetzt mal liegen. Die liegen halt dann immer im Weg, ne? So. Da ist ein Ration. Tschüss, Ration. Der hat sein Modul auch nicht hergegeben. Also in den Häusern bekommt man die Module nicht. Aber wir haben eh schon genug. Was ist das? Ich glaube, es hat sich gelohnt. Da ist irgendwas. Es sieht gefährlich aus. Belohnung sammeln. Plasmazellen und Plasma-Laserkerne. Ziemlich gut. Bereits gesammelt, okay. Nice. Da oben ist aber ein Ration auf dem Dach unterwegs. Wie kommt der da hoch, wenn wir da nicht hochkommen? Man weiß es nicht. Sehr cool. Na gut, dann müssen wir halt nur noch rausfinden, was wir damit machen. Kann an einer Roboterverbesserungsstation auf der ganzen Welt zu einem Plasma-Laser-Modul geschmiedet werden. Wir können unsere Roboter damit upgraden. Mega. Na gut, dann warten wir jetzt einfach auf eine gescheite Station, ne? Zum Upgraden unserer Roboter. Und zum Bauen von so einem riesigen Brachion. Die Spitzhacke ist schon wieder durch. Mann, wir brauchen endlich gescheite Spitzhacken. Können wir... Ja, wir können auch die Axt nehmen. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen egal, welches Tool man dabei hat. Es gibt so ein paar Ressourcen, da braucht man spezielle Tools für, aber die meisten kann man mit beiden abbauen. So, noch weiter runter? Ja. Noch weiter runter! Jetzt aber. Da sind wir. Das Eichhörnchen bewacht die Tür. Robbeber. Okidoki, haben wir wieder so ein Gebäude geklärt. Also nicht in allen Gebäuden gibt es so Loot, da drüben gab es nichts. Das war aber auch einfacher zu klären. Das hier war ein bisschen fieser, da waren so Robbeber unterwegs. So, da unten ist so ein Robbeber unterwegs. Ich denke, wir versuchen den jetzt auch mal zu scannen. Ich schieße dir mal die Module runter. Der hat, glaube ich, 2. Ja, der schießt auf mich. Die Nase brauchen wir noch. Gib mal die Nase her. Oh. So kommen wir nicht an die Nase. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Können wir den von hier scannen? Oh, easy. Okay, das war ja ein bisschen cheaty fast. Der meint, der kann uns hier was tun, ne? Da hat er sich aber geschnitten. Mega gut. Maschinenteil, aufheben. Her damit. Komm nicht hin. Heb's jetzt auf. Geht doch. Das andere liegt hier drüben. Dann haben wir jetzt auch noch so ein Robbeber-Blueprint. Mal gucken, was der kostet. Das Eisen sacken wir noch ein. Wir haben verstärktes Eisenblech bekommen. Zum Bau von verstärkten Robotern verwendet. Das ist der Robbeber. Der kostet Eisenblech und mittlere Maschinenteile. Uiuiui. Okay, wir haben schon so ein Eisenblech. Ich habe schon mal so einen Robbeber erledigt. Und dementsprechend bräuchten wir jetzt noch ein Eisenblech. Und dann könnten wir den theoretisch auch bauen, ne? Ich habe hier mal so eine Roboterkiste gebaut. Das nehmen wir noch mit. Das brauchen wir nicht. Das können wir hier lassen, das Metall. Und wir brauchen noch 2 Maschinenteile und verstärktes Eisenblech.
Die Maschinenteile packen wir dann einfach auch noch mit ein. Da haben wir nämlich noch zwei mittlere. Ach so, wie viele brauchen wir? 8. Mittig. Wunderbar. Gut. Dann sind wir im Prinzip startklar, um wieder Tiere zu basteln, zu bauen, zu schrauben. Das ist echt gut mit den Häusern. Mit den Häusern kann die KI nicht umgehen. Das heißt, wenn man die Tiere aus den Häusern irgendwie angreift, dann können die nicht so richtig was machen. Und die machen auch nicht die Wände kaputt oder so. Das ist ganz praktisch. Jetzt brauchen wir halt noch so einen Robeber, ne? Wir brauchen noch so eine Panzerplatte. Aber ich glaube, wir haben so einen gelben Drop in der Nähe. Das wäre schon mal ganz gut. Ich habe da vorne nämlich sowas Gelbes gesehen. Oder ist der schon wieder weg? Sag nicht, dass der schon wieder weg ist. Da oben in den Bergen war was Gelbes, aber das ist, glaube ich, schon wieder weg. Das geht so schnell hier mit dem Spawnen und dem Despawnen. Also wenn man irgendwas sieht, dann muss man in der Nähe bleiben, sonst ist es wieder weg. Da oben ist noch was. Nee. Ich glaube, wir müssen noch warten. Vielleicht können wir ja schon wieder eine Runde schlafen. Ich fühle mich schon wieder so ein bisschen müde. Und ich glaube, also ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass wir die Robeber bei den gelben Drops herstellen können und die Brachions bei den roten, oder? Weil das sind ja mittlere und große Maschinenteile. Das sind die drei Tiers, die es hier gibt, ne? Klein, mittel und groß. Wir haben jetzt bisher nur zwei kleine gebaut. Ration und Saberion. Und die machen immer Unfug. Ich versuche die immer irgendwo hinzustellen, aber die machen immer Blödsinn. Die sind ständig unterwegs. Ich denke wegen diesem Magmion wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, ich bin hier jetzt komplett belagert. Da unten steht ein Leafarion, das wartet auf mich. Und hier ist irgendwo noch so ein Robeber. Der wartet auch auf mich. Aber der hat keine Chance gegen mich. So. Jetzt haben wir, glaube ich, auch direkt wieder... Kriegen wir so eine Platte? Oder nicht? Da ist ein Saberion, der wartet auch schon. Das ist echt ultra gefährlich hier bei uns. Den haben wir auch zerlegt. Ich glaube, der Leafarion hat jetzt nachgelassen. Wir müssen, glaube ich, den Robeber abbauen, oder? Dass wir diese Panzerplatte bekommen. Das müssen wir mal angehen. Und diesen Leafarion würde ich auch gern loswerden. Können wir den irgendwie zerlegen von hier so und dann ins Haus uns verstecken? Ich sehe kein einziges Modul an dem. Das macht mich so ein bisschen nervös, weil ohne Module kriegen wir den nicht klein. So, das war alles Eisen. Dann haben wir noch den Saberion hier. Wir haben hochgelevelt. So. Und da draußen liegt ja noch dieses Modul. Ich würde gern mal so ein Leafarion zerlegen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben. Aber wir haben, glaube ich, von dem Wender nichts Besonderes bekommen, ne? Das ist immer das Spannende, weil es gibt ja von jedem Tier irgendwie besondere Ressourcen. Diese Eisenbleche bekommen wir von den Robebern. Und ich habe jetzt Energiezellen bekommen, 4 Stück scheinbar. Ich glaube, die kommen von diesem Magmion. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Magmion nochmal zerlegt. Und der hat mir, glaube ich, diese Energiezellen gegeben. Möglicherweise habe ich die irgendwie von ihm runtergeschossen und dann bekommen. Also ich habe die nicht bewusst aufgesammelt. Ich habe keine Ahnung, wo die sonst herkommen könnten. Ich denke, der Magmion ist da die einzige Quelle. Und das bedeutet für uns, dass wir jetzt hochleveln können. Das ist halt schon was ziemlich Cooles, ne? Da haben wir jetzt ziemlich lang drauf hingearbeitet. Also ich vermute, dass die von den Magmions kommen. Und pro Energiezelle dürfen wir dann, glaube ich, einmal hochleveln. Wir können also einmal Gesundheit leveln. Dann haben wir dann 110. Okay, also das sind dann 10%, die wir dazu bekommen wohl. Ein bisschen Gewicht hätte ich gern. 115, das ist sogar besser. Okay. Und Ausdauer wäre schon auch cool. 110. Und dann gehen wir nochmal in Hitpoints, oder? Ich sterbe ja wie eine Fliege hier. Gut. Ja, wir warten im Prinzip immer noch drauf, dass irgendwo so ein... Ist das gelb? Das könnte ein gelbes Ding sein. Moment. Genau, das ist so eine Crafting-Gerät, das spawnt. Wir haben, glaube ich, alles da.
Wir packen das mal weg und die beiden Module brauchen wir auch nicht. Ich habe eine Ersatzpistole dabei, wir haben was zu essen dabei. Ich glaube, wir starten jetzt. Diese Schrotflintenmeldung, die kommt ständig. Alle 2 Minuten. Das ist also ein bisschen buggy irgendwie. Wir laufen jetzt mal da hoch. Ja, das müsste hier bei uns sein. Ein gelbes Baudingens-Teil. Die erste Pistole ist gleich kaputt. Ich weiß nicht, die Kristalle kriegen wir, glaube ich, nicht mehr raus da, ne? Müssen wir halt wieder 15 neue Kristalle sammeln. Macht nichts, wir haben ja genug. Da links ist ein Vorkommen. Dann ist halt die Spitzhacke wieder durch, ne? Die Sachen gehen alle ständig kaputt. Wo ist Saberion? Und das andere ist ein wie heißen die? Ihr wisst schon. Brachiodontus oder was? Die Namen Brachion heißen die, ne? So. Ach, da oben ist auch wieder so eine Station. Ah, das ist die, die wir kennen, ne? Die Fernreisestation. Der craftet gerade. Jetzt ist halt die Frage, was da rauskommt. Das Ding ist High Level. Das ist gelb. Das heißt, wenn... Oh, Roxatian, okay. Wenn da jetzt ein Robeba rauskommt, ein Fyrion, okay, die beiden schaffen wir, glaube ich. Versuchen wir das mal. Sollen wir gleich die andere Pistole nehmen zur Sicherheit? Machen wir mal den Fyrion als erstes. Der haut dann eh ab. Ah, der hat gleich 3 gespawnt. Ich will so ein Kristall von dem. Nichts gesehen. Okay, der haut jetzt ab. Leider nichts runtergeschossen, habe ich verfehlt. Da müssen wir jetzt zwischen den Steinen diese Viecher wegmachen. Notfalls kommt unser Saberion und rettet uns, hoffe ich mal. Verfehlt. Ist ja nicht so einfach hier. Komm mal da raus, genau. Roxatian. Da ist es. Ich treffe den nicht. Wir können nicht an diesem Gerät vorbeischießen, das funktioniert irgendwie nicht. Oder wir nehmen direkt unseren Saberion und lassen den das machen. Der ist ja auch recht stark. Der sollte den schaffen. Friss den mal. Jawohl. Roxatian Level 11. Okay, der macht schon ein bisschen Schaden, ne? Der ist nicht ungefährlich. Sollen wir den? Ah, der schießt. Wir machen den weg. Okay. Ich wollte eigentlich das Modul ganz gerne. Und der andere ist Level 20. Da müssen wir jetzt unbedingt so ein Modul runterschießen, bevor wir den angehen. Das mit den Steinen ist ziemlich unpraktisch. Da ist ja noch einer. Eieiei. Roxatian Party. Bam. Erwischt. Der hat mich fast zerlegt. So, Saberion. Schaffst du den? Ich habe ihn schon angesoftet. Für dich. So. Erwischt. Gut. Aber wir können auch direkt die Ressourcen einsammeln, ne? Perfekt. Dann muss ich da nicht die Spitzhacke für kaputt machen. So. Das Ding nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir noch einen, den wir besiegen müssen. Oder? Nee, das war der schon, okay. Alles gut. Ich muss was essen. So. Essen wir mal so ein paar Beeren. Nam, nam, nam. Dann machen wir jetzt noch dieses Tierchen hier weg. Und dann können wir endlich craften. Wo kommt das eigentlich hin, das Zeug? Landet es in meinem Inventar? Weil in dem Tierinventar ist ja gar kein Platz mehr, ne? Das ist ja voll. Keine Ahnung. Müssen wir mal testen. Gut, wir können jetzt konstruieren. So. Fehlende erforderliche Gegenstände. Wir sollten alles haben für den Brachion. Ich denke aber, dass wir... Ich hatte den Robeba gerade drin, ne? Ich denke, dass wir den hier nicht craften können. Mal schauen. Zu groß. Wir brauchen den roten Konstruktor, denke ich. Aber wir könnten uns so einen Roxatian craften. Okay. Roxatian kommt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Level das war. Ich glaube, der war nicht so gut, ne? Aber wir haben jetzt einen zum Testen zumindest mal. Go, go. Und hier könnten wir bestimmt auch den Robeba bauen, wenn wir noch so eine Panzerplatte hätten, ne? Und, bam, Roxatian. Jawohl.
Oh, der hat sogar Metallstiftzähne. Reiten. Okay, der kann so beißen. Der hat auch wieder so einen Sprung. Also sie haben, von den Angriffen her sind die alle gleich, die Tiere. Kommt der mit, der Saberion? Ja. Oh, wir können ja mal im Rudel irgendwie was machen. Das wäre bestimmt auch witzig. Da ist ein Robeber. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Das ist ein ziemlich großes Tier, ne? Das ist dann das erste mittlere Tier, was wir haben. Also das mittlere Tier-Tier. Und Leafarion. Und dann gibt es halt noch die Top-Tier, die Leafarions und die Brachions. Aber dafür brauchen wir dann erstmal so einen roten. Da vorne ist ein roter, aber der ist, glaube ich, außerhalb der Map. Der ist ziemlich weit weg, glaube ich. Jetzt müssen wir erstmal eine Runde schlafen, das ist wieder stockfinster. Auf jeden Fall wird es irgendwie immer härter. Wir wurden hier zu Hause an der Basis von den Tieren angegriffen. Und ich habe echt einen Moment gebraucht, um da überhaupt wieder nach Hause zu kommen. Gut, im Haus sind wir dann safe, ne? Aber wir können halt nichts machen, wenn da außenrum überall Saberions und Leafarions und was weiß ich was alles unterwegs sind. Die uns da nicht rauslassen. Ja, die sind alle außerhalb der Map, die anderen Crafting-Teile. So. Gehen wir mal hier rauf. Schrotflinte. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der Kollege mitkommt. Der Saberion. Komm mal zu mir. Super cool. Dann sind wir nicht mehr weit vom Robeber entfernt. Schlafen wir mal eine Runde. Und dann können wir auch ein bisschen mit dem Roxation ausreiten. Den mal so ein bisschen testen. Der hat 150 Gewicht. Der hat auch mehr Slots. Endlich. Okay. Der hat richtig viel Gesundheit. Also ich denke, der wird ziemlich stark sein. Und die gezähmten Tiere sind hier allgemein gar nicht so schlecht. Wir packen mal die da rein. Das Alteisen. Die Panzerplatten. Und die beiden Bücher. Dann sind wir vorbereitet, um hier so ein Brachion zu craften, sobald wir irgendwo einen roten Drop sehen. Da freue ich mich schon mega drauf, dass wir mal so ein Top-Tier, so ein, wie heißen die? So ein großes Tier halt haben dann, ne? Mit großen Modulen. Mal gucken, was die können. Ich denke mal, die haben dann noch mehr Slots, können noch mehr tragen, werden bestimmt ein bisschen stärker sein. Und dann müssen wir auch mal versuchen, wie das mit dem Upgraden funktioniert. Wir haben ja jetzt die ersten Upgrade-Bauteile. Vielleicht können wir da irgendwie Plasma-Kanonen an denen installieren. Das wäre ziemlich cool. Das würde die deutlich stärker machen, weil die meisten von den wilden Tieren, die töten mich gar nicht dadurch, dass sie mich irgendwie beißen, sondern die schießen dann immer so eine Salve von welchen Plasma-Projektilen auf mich und dann bin ich sofort tot. Also ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Game-Changer, wenn wir die auch installieren könnten. Müssen wir halt noch rausfinden, wie das genau funktioniert. Na gut, das war es auf jeden Fall erstmal aus Karagorn. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall wieder Spaß. Wir haben jetzt so einen Roxation. Der wird noch ausgiebig getestet. Und dann gucken wir mal, was wir nächste Folge noch so erreichen können. Ich glaube, der ist so ein bisschen vom Allosaurus inspiriert. Ne? Der hat 3 Fingerkrallen, aber der hat ziemlich kurze Ärmchen. Der Roxation. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.